So, ich begrüße alle, die uns heute zuschauen und freue mich sehr, heute Aino Simon zu Gast zu haben. Und da würde ich dich, Aino, gleich mal bitten, dich vorzustellen. Gerne. Ja, Melanie, ich freue mich auch total, dass ich da sein kann. Ich bin Aino Simon, ich lebe in Berlin. Ich bin Paartherapeutin. Ich habe ursprünglich Politikwissenschaft und Psychologie studiert und habe eine Ausbildung zur damals habe ich noch nicht mit Paaren gearbeitet, zur Gestalttherapeutin gemacht. Also ich bin keine klassische Psychologin, aber ich bin schon sehr, sehr lange auf dem Weg unterwegs, Menschen zu begleiten und habe mich in den letzten Jahren auf die Arbeit mit Paaren spezialisiert. Und da habe ich mich auf einen bestimmten Aspekt spezialisiert, nämlich die Untreue. Denn das ist etwas, woran sehr, sehr viele Paare leiden, egal ob sie monogam miteinander leben oder andere Beziehungsmodelle haben. Es kommt vor, und zwar sehr oft, dass Paare sich betrügen, also untreu werden. Und selbst wenn das nicht passiert, ist die Untreue wie so eine große Gefahr immer in der Beziehung mit drin. Ja? Also jede Beziehung definiert für sich Regeln und meistens sind diese Regeln dafür da, Untreue möglichst zu verhindern. Ja? Also es ist im Grunde in jeder Partnerschaft, in jeder Paarbeziehung ein Thema und darauf habe ich mich spezialisiert. Ich begleite Paare, denen das dann passiert ist, wo einer fremdgegangen ist. Und weißt du, wenn man so über Untreue redet oder so hört, was die Menschen so sagen, dann wird oft gesagt so, boah, wenn mein Freund irgendwas miteinander hat, dann wäre ich sofort weg oder so. Ja, also es gibt da ganz strenge Ideen. Aber in Wirklichkeit, wenn das wirklich passiert, ist niemand weg, sondern die Menschen kämpfen um ihre Beziehung, die hängen aneinander. Und das mit gutem Grund. So. Und da habe ich eine ganze Reihe an Methoden zusammengetragen und getestet und entwickelt, wie man in so einer schweren Situation miteinander umgehen kann und auch wieder zusammenfinden kann. So, das ist das, was ich schwerpunktmäßig mache. Ja, das berührt mich gleich im Herzen, wenn ich dir zuhöre. Vor allem, weil ich auch viel als Geburtsvorbereiterin, als Geburtsnachbereiterin tätig bin und begleite einige Paare auch im Nachgang mit, wie gehen wir eigentlich um mit der Beziehung, wenn sie jetzt ganz neu ist, nämlich wir sind jetzt zu dritt. Ja. Und da gibt es einfach auch ein riesiges Konfliktpotenzial. Und genau, wenn du dann sagst, wir kämpfen um die Beziehung, dann leuchtet gleich so in mir das Herz auf. So, weil das halt auch für viele Paare nach der Geburt ein ganz, ganz wichtiges und auch schwieriges Thema ist, zusammen zu bleiben. So. Und ich stelle jetzt mal kurz mich vor, damit die Leute auch wissen, wer ich bin. Mein Name ist Melanie Tressel und mein Herz schlägt für zwei Themen, wo ich so brenne für. Und das eine Thema ist Geburtsvorbereitung im Sinne von, ich habe mein Leben der Unversehrtheit der gebärenden Frau gewidmet. Das ist das, was ich so, etwas, was ich hüten und schützen möchte, so die gebärende Frau bestmöglich zu unterstützen, die Geburt als ein freudvolles und kraftvolles Erlebnis zu erleben, ein Erlebnis erleben, naja, wie man das auch so sagt. Und das Zweite, wofür ich brenne, ist eine Körperarbeit, die wirklich glücklich macht. Deswegen habe ich meine Körperarbeit auch Körperglück genannt. Das spielt auch sehr ineinander, denn ich bereite Frauen vor auf die Geburt und ich gebe Rückbildungskurse und da ist mir das Thema Beckenboden ganz doll am Herzen, deswegen liegt er da auch. Also Becken mit Beckenboden muss bei mir im Hintergrund immer liegen. Denn die zweite Herzensmission ist, diesen Irrtum aufzuklären, dass Frauen, wenn sie ihren Beckenboden trainieren, ihre Vagina eng machen müssen. Eng im Schritt.
Ja, das ist so ein ganz großer Irrtum, weil der Beckenboden ist kein eng nach oben zu ziehender Fahrstuhl. Der Beckenboden ist ein schwingendes Trampolin, was nur gemeinsam mit dem Zwerchfell aufgespannt werden kann. Und dieses Ich mache jetzt Kegelübungen, Kegel war übrigens ein Mann, der gesagt hat, Frauen müssen ihre Vagina eng ziehen und dann trainieren sie den Beckenboden. Was machen Frauen damit? Sie trainieren ihre Vagina, aber nicht den Beckenboden. Und da bin ich ganz intensivst am Aufklären und das sind so die beiden Feuer, die in mir brennen. Und wir beide haben uns ja kennengelernt in der Geburtsvorbereitung. Also du warst in der Schwangerschaftsmassage bei deinem zweiten Kind vor 7 Jahren und dann auch im Yoga für Schwangere bei mir in der Geburtsvorbereitung. Da haben wir uns kennengelernt und eingeladen habe ich dich aus 2 Gründen. Erstens, weil ich begeistert bin von deinem Hörbuch Sex dich frei. Da können wir auch später nochmal drauf eingehen. Und vor allem aber, weil ich einen Post auf Facebook geschrieben habe, wo dann dein Kommentar, da hast du was über die ehrliche Geburtsarbeit geschrieben. Und dieser Begriff ehrliche Geburtsarbeit, der hat auch wieder so mein Herz zum Schwingen gebracht. Denn was ich häufig erlebe, ist, dass Frauen, die jetzt in einer Klinik gebären, diese ehrliche Geburtsarbeit stundenlang einfach sich durch die Geburt durchzuarbeiten, gar nicht mehr erleben, weil so schnell interveniert wird vom Klinikpersonal, dass ja, es muss alles schnell gehen, es ist Zeitdruck und die große Gefahr, dass dieses ich arbeite mich in Ruhe durch meine Geburt durch, bei uns einfach nicht mehr modern ist und eine Normalität der intervenierten Geburt hier eingezogen ist in unsere Gegend, ich spreche jetzt mal von Deutschland, die dazu geführt hat, dass in den Kliniken nur noch 4% der Geburten ohne eine Intervention, ohne ein Eingreifen des Personals stattfinden und 33% aller Geburten in Deutschland enden im Kaiserschnitt. Und das ist was, wo ich einfach sage, ich möchte mit all meinem Herzblut dafür einstehen und arbeiten, dass Frauen wieder in dieses, ja, was du als Begriff für mich so geprägt hast, in diese ehrliche Geburtsarbeit kommen. Ja, ich kann dir ja einfach mal erzählen, wie ich diese Geburtsarbeit erlebt habe. Also ich habe meine Kinder sind 14 und 7 Jahre alt und beide Kinder sind zu Hause zur Welt gekommen als Hausgeburten. Bei meinem ersten Kind lebte ich in England zusammen mit meinem Mann noch zum Studium. Und ich habe ursprünglich gedacht, ich bekomme mein Kind in England zur Welt und habe mich dort umgeschaut, habe mir das angeguckt. Jetzt muss man sagen, dass diese Systeme nicht vergleichbar sind und damals schon dort keine Geburt eingriffsfrei erfolgt ist, keine einzige. Also alle Frauen gehen dort ins Krankenhaus und bekommen von Anfang an Lachgas, also eine Betäubungsmittel. Ja, das heißt, sie werden einerseits bekommen sie was gegen die Schmerzen und andererseits werden sie natürlich auch von sich dissoziiert. Ja? Wenn ich Lachgas atme, bin ich natürlich auch nicht mehr so ganz bei mir. Und das führt dazu, dass sehr, sehr viele Geburten nicht spontan und nicht natürlich stattfinden. Und das war für mich eine ganz gruselige Vorstellung. Ich habe dann dort geguckt, kann ich dort eine Hausgeburt machen? Das wäre unfassbar teuer gewesen. Es gibt auch dort Hebammen, die das begleiten, sehr wenige, aber die lassen sich das auch sehr, sehr, sehr teuer bezahlen. Das hatten wir damals nicht. Und wir lebten auch in einem Haus, wo die Wände so dünn waren, dass ich gedacht habe, nee, hier kann ich nicht mein Kind zur Welt bringen. Und ich hatte dann hatte das Glück, dass meine Mutter befreundet ist mit einer ganz so bodenständigen alten Hebamme, die 30 Jahre Hausgeburten begleitet hat. Die habe ich angerufen, ganz verzweifelt, und die hat gesagt, komm zu mir, wir bringen dein Kind zur Welt. Insofern bin ich dann kurz vor der Geburt zusammen mit meinem Mann heimgefahren zu meiner Mutter. Ich lebte dort nicht während der Zeit, bin dort also hingefahren und hatte einfach das Glück, dass da eine Frau war, die hat Geburt als einen ganz
natürlichen und schönen und kraftvollen Moment im Leben einer Frau gesehen und betrachtet. Und die hatte ganz großes Zutrauen in mich. Die hat gesagt, ja klar machst du das und ich bin bei dir. So. Und das habe ich gebraucht. Ja, das habe ich gebraucht. Und ich habe dann auch erzählt, ja, ich plane eine Hausgeburt und meine Freundin alle so, oh, um Gottes Willen, bist du irre. Ja? Also die hatten Angst. Und dann habe ich gesagt, boah, bei mir ist es genau andersrum. Ich habe so eine große Angst vor dem Krankenhaus, weil ich weiß, dass ich dort gestört werde. Und sei es nur durch die, ja, durch die Vorgaben, die dort sind, durch die Zeitabläufe, es gibt Personalwechsel, dann musst du vielleicht das Zimmer wechseln, keine Ahnung. Du musst dich mit deinem Geburtsverlauf anpassen an die Umgebung im Krankenhaus. So, und das war für mich eine Vorstellung, die hat mir Angst gemacht. Und ich wollte. Da würde ich jetzt dich ganz kurz nochmal unterbrechen wollen, weil das ist auch so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Satz gerade gewesen. Ich unterbreche meine Interviewpartner immer dann, wenn sie etwas sagen, was ich nochmal unterstreichen will. Verzeihung. Gerne, hau immer rein. Also genau das, das ist das, wo es für mich drum geht. Also die Frau im Krankenhaus wird durch das Eintreten in dieses System Krankenhaus dazu gebracht, ihre Geburt anzupassen an die Klinikabläufe und kann nicht in ihrem eigenen Flow durch die Geburt durchfließen. Ja. Und das ist etwas, was wir einfach an der Stelle nochmal ganz klar benennen müssen, weil das sozusagen die Wurzel, ich sage jetzt mal die Wurzel des Übels, wenn ich sowas sage, dann kriege ich immer gleich ganz viele Kommentare, oh Gott, aber es ist doch nicht das Übel, jetzt, dass wir Unterstützung bekommen in der Klinik. Und da will ich jetzt gleich nochmal sagen, mir geht es überhaupt nicht darum, mit meiner Geburtsvorbereitung in eine Konkurrenz zur Klinikbetreuung zu gehen, sondern mir geht es darum, generell in ein Umdenken hinein zu steuern, wo wir der Frau wieder die Möglichkeit geben, an dem Ort, den sie wählt, für die Geburt in Ruhe durch die Geburtsarbeit durchzugehen. Was im Druck der Klinik nahezu unmöglich ist. Genau. Und das ist auch erstmal das Wort zurück. Ja, erstmal kann da, also ich bin sehr froh, dass es Krankenhäuser gibt. Ich bin sehr froh, dass es Medizin gibt und dass es die technische Entwicklung so ist, wie sie ist. Denn natürlich gibt es Situationen, das sind aber außergewöhnliche Situationen, in denen was nicht funktioniert oder in denen der Körper Hilfe braucht von außen. Und dann ist es wunderbar und gut, dass es das gibt. Aber die Geburt an sich ist nicht eine solche Situation. Sie ist es nicht. Sie ist ein natürlicher Prozess, den die allermeisten Frauen dann gut durchlaufen können, wenn sie selber an sich glauben. So. Und deswegen ist die Art und Weise, wie eine Frau über sich denkt und wie sie über Geburt denkt, viel entscheidender, ja, als alles drumherum. Und meine Angst vor dem Krankenhaus war nicht, dass es mir dort schlecht ergehen würde, sondern meine Angst war, dass mir etwas weggenommen wird, dass mir meine Selbstbestimmung weggenommen wird, dass mir vielleicht auch an meinem Körper etwas geschieht, was unter anderen Umständen gar nicht geschehen würde. Ja? Und tatsächlich war es dann so, dass meine beiden Geburten, muss man sagen, sehr, sehr schwierig war. Schwierig im Sinne von anstrengend, sehr, sie haben sehr lange gedauert. Ich war lange so im Kopf unterwegs, ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, was muss ich jetzt machen? Und so, es hat lange gedauert, bis ich meinen Weg gefunden hatte, mich dem Körper zu übergeben, mich der Natur zu übergeben, ja zu sagen, okay, bin hier nicht in Kontrolle, ich kann jetzt nur empfangen. Ja? Und das hat lange, 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 lange gedauert. Und wenn du so willst, war das auch ein spiritueller Prozess. Ja? Also du kannst da gar nicht so klinisch, medizinisch nur drauf schauen, sondern du musst auch sehen, dieser Prozess, den du da mit dir selber durcharbeitest und der sehr wehtut und der unfassbar überwältigend ist. In diesem Prozess brauchst du eine Umgebung,
die sanft und liebevoll zu dir ist, die auf dich achtet, und du brauchst Begleiterinnen, die deinen Weg mitgehen können und die dich immer wieder bestärken und die sagen, du hast die Kraft, das zu erleben, und ich glaube da ganz fest an dich. Und das ist ja das, was jetzt in der Klinik gar nicht so passieren kann, weil wer hat denn die Zeit, sich so einzustellen auf jemanden und das so individuell zu machen? Weil jede Geburt ist anders. Wenn du aber ein System hast, wo du versuchst, naja, du hast Zeitpläne, du hast Schichtpläne, du musst irgendwie takten, das soll nicht so lange dauern, dann sind da Vorgaben. Vor allem hast du als Hebamme im Krankenhaus teilweise 6 Schwangere gleichzeitig zu betreuen. Ja. Alle 6 gleichzeitig in ihren verschiedenen Geburtsphasen. Ja, wie sollst du gar nicht die Ruhe hast, jede einzelne liebevoll zu unterstützen, ist ja klar. Da geht es dann nur noch darum, die Frau irgendwie sicher da durchzubringen. Ja. Und das ist so der entscheidende Punkt. Es geht nicht um die Ruhe, es geht um die angebliche Sicherheit. Also für mich ist es keine Sicherheit, wenn ich geschnitten und wieder genäht werde. Nein. Für mich ist es auch, da bekommt das verdammt und zugenäht irgendwie eine neue Bedeutung. Boah, aber bitte. Ja, also es ist so normal geworden, einen Damm zu schneiden und ihn dann wieder zuzunähen, dass es ist so, also ich komme immer wieder an diesen Punkt, dass diese Sicherheit uns irgendwie an die Gurgel springt. Ja? Also weil das, was Sicherheit für mich, also wie gesagt, eine Gebärmutter aufzuschneiden und das Kind rauszuholen und die Frau danach wieder zuzunähen, hat für mich erstmal nichts mit Sicherheit zu tun, sondern das ist für mich eine ganz traumatische Verletzung. Ja. Auf die müssen wir auch hinterher nochmal eingehen im Sinne von, da hat die Frau und das Kind, die haben ein Trauma erlebt und die müssen jetzt auch nachbehandelt werden im Sinne von, ja, das Trauma muss bearbeitet und bewältigt werden. Und in so einem Klinikablauf geht es eben um Sicherheit. Ich möchte, dass die Frau sicher ist, nicht unversehrt, darum geht es schon lange nicht mehr, sondern dass sie danach noch lebt und das Kind auch. Mhm. Und da haben wir uns selber einen Strick gebastelt, denn jetzt geht es nur noch um Sicherheit, das heißt, es geht nur noch um Kontrolle. Und Geburt als Prozess, wie du ja auch schon angesprochen hast, es ist auch ein spiritueller Prozess im Sinne von, ich mache eine Grenzerfahrung und gehe durch diese Grenzerfahrung durch, und danach habe ich einen ganz großen Entwicklungsschritt gemacht. Mhm, exakt. Und dieser Entwicklungsschritt wird mir weggenommen in dem Moment, wo ich unters Messer komme, sage ich jetzt mal so ganz dramatisch. Und das ist natürlich zu unterscheiden von einem Notfall, wo es wirklich darum geht, Leben zu retten. Da sind wir alle, man braucht mal nicht drüber zu reden. Gott sei es gedankt, haben wir da Möglichkeiten. Aber es ist ein Notausgang mal ursprünglich gewesen. Und jetzt ist es eine Modeerscheinung, sage ich mal so ganz platt. Weil was ist los mit uns Frauen, wenn wir 33% einen Kaiserschnitt machen müssen? Das heißt ja im Umkehrschluss, wir sind nicht mehr gebärfähig. Und da würde ich als Geburtsvorbereiterin einfach mal ganz klar sagen wollen, das ist Quatsch. Wir sind immer noch genauso gebärfähig wie immer und wie alle anderen Sautiere, Säugetiere. Die Muttersau spricht. Die Muttersau spricht, genau. Wir sind wie alle anderen Säugetiere immer noch ganz wunderbar gebärfähig designt. Unser Design ist, ich bin so begeistert von dieser Beckenstruktur, wie das funktioniert, wenn man die Frau gut begleitet. Das ist der absolute Wahnsinn. Und nun sind wir aber so angstgesteuert und so sicherheitsgesteuert, dass dieses sich absolut hingeben in diesen Prozess, in das Natürliche, in den Instinkt,
kaum noch stattfinden kann. Und da geht es darum, ich sage noch einen Satz, dann bist du wieder dran, diese Begleitung, die Frau braucht, ist eine Geborgenheitsbegleitung, ein Gefühl von Geborgenheit, haben wir im Krankenhaus nicht. Und das Begleiten von, ich habe ein wunderbares Interview auch mit Professor Hildebrand geführt, der hat gesagt, liebe Melanie, es geht gar nicht um Geburtspositionen, es geht um Geburtsbewegungen. Die Frau muss in Bewegung sein, damit das Becken seine Arbeit machen kann. Ja. Und das ist das, wo ich wirklich ganz praktisch ins Spiel komme. Ich übe mit den Frauen nicht nur Geburtsatem, nicht nur Geburtspositionen, ich übe mit den Frauen Geburtsbewegungen. Ja. Und wenn die diese können, wenn sie dieses Wissen haben, wie bewege ich mich, was für eine unglaublich schwachsinnige Idee es ist, eine Frau auf den Rücken zu legen, da kann sie keine Geburtsbewegungen machen und dann muss sie geschnitten werden. Mhm. Und in ganz vielen Fällen ist es so, dass durch die Geburtsposition, liebe Frau, leg dich ins Bett auf den Rücken, dass da der Darmschnitt überhaupt erst notwendig ist. Mhm. Mein erstes Kind, ich habe auch beide Kinder zu Hause geboren, hat 4000 Gramm gewogen. Und ihr seht, ich bin jetzt nicht nur so die riesengebärfreudige Beckenfrau, ich bin einfach ein echt schmales Hemdchen. Und das war überhaupt kein Problem. Also es war anstrengend, es war der Wahnsinn, es war überwältigend, aber es war kein Problem. Mhm. Und diese Vermeidung des Problems, die ist für mich sehr besorgniserregend, weil ein 4000 Gramm schweres Kind durch mein zartes Becken durchzukriegen, war Arbeit, ehrliche Geburtsarbeit. Aber es war kein Problem. Mhm. Mhm. Du hast so von Sicherheit gesprochen, ne? Und das Irre ist, ich wollte auch Sicherheit haben, nämlich die Sicherheit, dass ich nicht gestört werde, die Sicherheit, dass ich sein darf, wer ich bin, die Sicherheit, dass jemand an mich glaubt und die Sicherheit, dass jemand da ist, eine erfahrene Fachkraft da ist, die, wenn sie zu mir gesagt hätte, hier stimmt was nicht, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, wäre ich sofort gefahren. Ja, also da war auch ganz viel, es ging ganz viel um Vertrauen bei mir. Ja. Und das, denke ich, ist bei jeder Geburt der Fall. Und ich habe mir dann damals die Zahlen angeguckt, vor 15 Jahren, habe ich mir die Zahlen angeguckt und habe gesehen, 98% aller Hausgeburten enden dort, wo sie angefangen haben. 98%, damals war das so, ja, wie das heute ist, weiß ich nicht. Aber da habe ich gedacht, Mensch, das ist die sicherste, ja, zum Thema Sicherheit. Wer sicher gebären möchte, sucht sich eine gute, erfahrene, tolle Frau und bleibt zu Hause. So, das ist meine Empfindung gewesen, ja. Und meine Geburten waren beide sehr schwer. Meine Geburten waren ein Problem für mich. Ja? Ich habe dieses Problem bekommen. So, ich hatte mir das nicht ausgesucht, eine Frau zu sein und plötzlich schwanger zu sein und dann zu gebären. Das hat das Leben mit mir gemacht. Und der Punkt ist, ich hatte irgendwann das Gefühl, okay, eines Moments werde ich hier tot umfallen, aber bis dahin gehe ich. So, ich gehe, ich mache einfach im Sinne von, ich lasse mich ein. Also ich hatte schon den Eindruck, irgendwann wird meine Kraft enden, aber bis dahin gebe ich alles. So, und ich glaube, dass das für mich, weil du gesagt hast, die Geburtserfahrung ist ein Entwicklungsschritt. Ich glaube, ich wäre heute nicht die Frau, die ich bin, wenn ich diese Erfahrung nicht hätte machen dürfen. Und ich bin heil geblieben. Ich habe meine Kinder zur Welt gebracht und direkt danach war ich gesund und munter und froh und es war sozusagen keine Verletzung an mir geschehen. Ja? So, und das hat mir natürlich für mein ganzes Leben, ja, wie du selber auf dich drauf schaust, wenn du denkst, boah, so, das habe ich geschafft, ja, dann schaffe ich alles. So, niemand kann mir mehr was erzählen, weil ich habe das hier geschafft. Ja. Also ich finde an der Stelle auch ganz wichtig zu sagen, dass die Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, ja. um,
dass sie sozusagen ganz liebevoll an der Stelle mit sich umgehen und sagen, ich habe auch etwas geschafft, nämlich ich habe es geschafft, nach einer so traumatischen Erfahrung trotzdem mein Muttersein zu bewältigen. Ja. Und das finde ich auch, an der Stelle habe ich nämlich eine ganz große Hochachtung für die Frauen, die dieses Erlebnis hatten. Ja. Es ist nämlich nicht ohne, nach so einer traumatischen Erfahrung direkt danach in ein Mutterdasein zu fallen und jetzt sich nicht um sich kümmern zu können, was ein Trauma eigentlich erfordert, sondern ich bin jetzt für mein Kind da. Und da möchte ich an der Stelle einfach sagen, da gibt es auch von mir ganz große Hochachtung für diesen Toll. Moment, für dieses, Toll. Ich habe es geschafft, trotzdem in meine Kraft zu kommen und trotzdem mein Kind gut zu versorgen. Da gebührt jeder Frau auch Hochachtung für. Absolut, absolut. Und, das soll hier auch kein Muttershaming gewesen sein. Nee, absolut. Das kam für mich gar nicht so rüber, okay. Aber ich weiß, dass wenn wir das so sagen, wir haben das wahnsinnige Glück gehabt, wir beide, zwei Kinder zu Hause mit ehrlicher Geburtsarbeit gebären zu dürfen. Und ich weiß, dass das auch Schmerz hervorruft bei Frauen, die das nicht erfahren durften. Kann ich mir vorstellen, ja. Und deswegen möchte ich es an der Stelle gerade nochmal so ins Gespräch bringen. Und ich möchte aber auf jeden Fall auch allen Frauen, und das ist jetzt auch so ein Appell, ja, allen Frauen, die jetzt gerade schwanger sind und sich auf ihre Geburt vorbereiten, wirklich aus tiefster Seele bitten, sich genau zu überlegen, wie möchte ich begleitet werden? Wie möchte ich diese Geburt erleben? Es gibt auch Frauen, die sagen von ganzem Herzen, aus tiefster Überzeugung, ich möchte so wenig wie möglich davon mitkriegen. Wenn das deine Entscheidung ist, dann ist das deine Entscheidung und dann gibt es dafür Gründe, die wir auch, also auch ich als Geburtsvorbereiterin, muss die akzeptieren. Ich gehe da nicht hin und sage, nein, du musst jetzt aber umdenken und deine Geburt eine natürliche sein lassen. Darum geht es nicht. Es geht für mich darum, das habe ich auch nochmal gelernt von einem guten Freund von mir, der ist Oberarzt im Kreißsaal, der Jürgen, den habe ich auch interviewt. Das Interview kommt auch demnächst raus auf meinem Kanal. Der hat mir das auch nochmal gesagt. Es geht darum, von Herzen zu begleiten. Und wenn eine Frau wirklich diese Erfahrung nicht machen möchte, dann hat es Gründe, die wir nicht beurteilen und auch nicht verurteilen können. Mir geht es aber darum, wirklich ehrlich zu sein und wirklich sich Zeit zu nehmen. Liebe schwangere Frau, wie möchtest du gebären? Und wenn du den tiefen Wunsch hast, wirklich durch diese ehrliche Geburtsarbeit dich durchzuarbeiten und dein Kind auf natürliche Art und Weise zu gebären, dann ist die Überlegung, wo, nicht ganz so wichtig wie mit wem. Das ist so mein wichtiges, wer begleitet dich? Wer ist an deiner Seite in dem Moment, wo du dein Kind bekommst? Und wir müssen einfach sagen, eine Frau, die in eine Klinik geht, hat keine Ahnung, wer sie da begleiten wird, weil sie weiß nicht, wer an dem Tag Dienst hat. Und selbst wenn sie sich wünscht, dass es eine bestimmte Hebamme sein wird, weiß ich nicht, ob die nicht an dem Tag gerade ein krankes Kind zu Hause hat und selbst zu Hause bleibt oder krank ist oder was weiß ich, die Schicht ist gerade zu Ende. Also das heißt, ich weiß in einer Klinik nicht, wer mich begleitet. Und dann brauche ich umso mehr die Vorbereitung, wie kann ich atmen? Wie kann ich mich bewegen? Was kann ich machen? Darf ich das ergänzen? Was kann ich glauben? Weil ich glaube nämlich, also ich bin überzeugt, dass das, wie ich, was ich über Geburt denke, was ich über mich selber denke, wie ich vielleicht auch über dieses Baby denke, einen ganz massiven Einfluss darauf hat, wie ich mich in dieser Geburt einstellen kann. Und deswegen sind die Werte, die deine Geburtsbegleiterinnen haben, auch so wichtig. Glauben die an dich? Sehen die
Geburt als was, ja, Schönes, Tolles, auch was Individuelles, was man einfach nie vergleichen kann, ja, und sehen die das als einen ganz besonderen Moment der Kraft oder sehen die das als eine Gefahr oder eine Bedrohung? Das ist ja auch das, was ich Männern immer rate oder erzähle, wenn sie, die gehen ja mit auf die Geburt zu und ich erlebe häufig Väter, die bald Väter werden, die ganz besorgt sind und ganz, die möchten, dass ihre Frauen sicher sind und die haben Angst und zu Recht haben sie Angst. Aber ich sage immer, du, das Beste, was du deiner Frau jetzt geben kannst, ist, dass du felsenfest an sie glaubst. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in meiner meinem Paar-Coaching. Also ich coache sozusagen Schwangere Paare, sage ich mal gerne. Das heißt, sie kommen auch zusammen in die Geburtsvorbereitung und das ist der eine Punkt, dass die Frau braucht das zutiefst, dass der Mann an ihre Gebärkompetenz glaubt. Ja. Und was ich auch ganz wichtig finde für die Männer, ist, dass sie sich selber darüber im Klaren sind, was für eine absolut wichtige Begleitperson sie sind. Im Sinne von, was der Mann geben kann, ist Präsenz. Mhm. Und das ist so ein ganz wichtiges Wort für mich, Präsenz, weil das ist das Geschenk, das der Mann der Frau macht, er hält den Raum. Mhm. Und das heißt, wenn der Mann im Geburtszimmer sitzt, gut geerdet, mit dem Vertrauen an die Gebärkompetenz seiner Frau diesen Raum hält und Ja sagt, ist das eine ganz, ganz wichtige Komponente, nicht nur für die Frau, sondern auch für das Kind. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Kind das auch spürt. Mhm. Und wenn ich das vergleiche mit einem Mann, der selber total in der Angst ist und Sorge ausstrahlt, das ist nicht was, wo ich mich als Frau dran anlehnen kann. Mm-mm. Und das ist was, wo der Mann auch tatsächlich sich vorbereiten kann, sich auf den Moment vorbereiten kann, wenn ich dann da bin und diese Präsenz gebe, wie bin ich dann? Voll, voll. Und das ist ein ganz ausschlaggebender Punkt. Und auch die Tatsache, dass der Mann den Raum schützt. Es gibt einfach diesen Übereifer beim Klinikpersonal. Ich bekomme ja die Geburtsberichte, dass ständig irgendwas an die Frau herangetragen wird. Mhm. Willst du nicht doch eine PDA, wird alle 5 Minuten gefragt, wenn sie doch mal wieder laut stöhnt. Und dass der Mann sozusagen in seine Schutzfunktion auch geht, hat was für mich was ganz Archaisches. Ja, so, total. Meine total. Frau, ich schütze die jetzt. Also das ist eine ganz wichtige Funktion, weil der Übereifer kann vom Mann auch ein bisschen abgebremst werden. So, wenn der seine Präsenz hält und wirklich diesen schützenden Raum hält, das ist eine ganz wichtige Komponente im Sinne von, ihr müsst erstmal an mir vorbei, bevor ihr meiner Frau eine Frage stellt. Ja? Und das, ich sage das, weil mir das so oft berichtet wird, dass alle 5 Minuten eine Krankenschwester kommt und fragt, ob die Frau nicht doch eine PDA möchte. Und ich empfinde das als einen Wahnsinnsübergriff, weil die Frau kann nicht in ihrer Geburtstrance sein. Mhm. Und das ist das, was die Wellen machen. Also eine Kontraktionswelle, eine Pause, eine Kontraktionswelle, eine Pause. Das ist ein Trancezustand, in dem wir reinkommen, wenn wir da reingelassen werden und auch drin gelassen werden. Genau, und wenn du dann den Kopf adressierst, indem du eine Frage an den Verstand stellst, möchtest du eine PDA? Es muss der Kopf wieder denken, so, sollte ich jetzt eine PDA wollen? Ne? Und dann bin ich wieder im Kopf und nicht im Körper. Ja. Du bist nicht im Körper, nicht mit dem Instinkt, nicht mit der Intuition verbunden. Ja. Und die ist es aber, die dich eigentlich durch die Geburt durchleitet. Richtig. Das heißt, niemand kann von außen gucken, weder die Hebamme, noch der Oberarzt, noch die Krankenschwester weiß, was in deiner Gebärmutter gerade passiert, was mit deinem Kind gerade passiert. Mhm. Aber dein Körper weiß das. Auf der tiefsten Instinktebene weiß dein Körper, was jetzt als nächstes zu tun ist, wenn wir ihn lassen. Und jetzt sind wir aber so verstandgesteuert aufgewachsen, dass wir dann uns überlegen, was habe ich noch mal gelesen?
Inklusive, was hat mir Melanie nochmal beigebracht? Genau, genau. Ja, ja, und das ist in dem Moment eigentlich total egal. Ja. Weil, wenn du wirklich reingehst in deinen Körper und ihn fragst, was möchtest du jetzt am liebsten machen, der sagt uns das. Der sagt uns, ich will in diesem Vierfüßlerstand. Oder der sagt, ich will jetzt mich auf die Seite legen, ich will mich an die Wand, ich will jetzt stehen, ich will tanzen. Also der sagt uns das, wenn wir ihm diesen Raum des Instinkts geben. Und das ist für mich auch der ausschlaggebende Punkt, warum Hausgeburten so oft interventionsfrei gut gehen und warum Klinikgeburten so oft Interventionen nötig machen, weil die Frau permanent aus ihrer Geburtstrance rausgerissen wird, ja, und dann Hilfe braucht, die sie aber nur deswegen braucht, weil sie ständig interveniert wird. Und würden wir sie einfach in Ruhe lassen, würden ganz viele Dinge von selber geschehen. Genau, würden wir sie in Ruhe lassen und würden wir sie positiv bestärken. Also ja, das glaube ich ganz sicher. Und auch diesen Schutzraum, den du gerade noch mal so schön erwähnt hast, da kann ich nur sagen, hatte ich ein total großes Glück, weil ich genau exakt diesen Mann an meiner Seite habe bis heute, der sich nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Der da war für mich. Bei meinem ersten Kind hat er mich von hinten gehalten und ich habe im Stehen gebärt. Ja? Und bei meinem zweiten Kind war ich auf dem Vierfüßler standen, er war vorne bei mir. Und zwischenzeitlich während der Geburtsarbeit war der völlig egal. Also habe ich den gar nicht wahrgenommen. Ich habe nur gespürt, dass er diesen Raum hält. Und natürlich gibt es während der Phase der Geburt auch diesen Moment, wo plötzlich die Hebamme sehr wichtig wird und man nichts anderes mehr fokussiert. So war das bei mir jedenfalls, wo ich auch mein Mann ist weggerückt. Alles ist weggerückt und ich war bei der Hebamme und irgendwann nur noch bei mir. So, und es war wie ein Zurückziehen. Ein ganz langsames aus der Welt zurückziehen, bis ich irgendwann da war. Und das hat aber unheimlich lange gedauert. 32 Stunden bei der ersten Geburt, 24 Stunden bei der zweiten Geburt. Niemals wäre mir das erlaubt gewesen in einem Krankenhaus, nicht meinem Geburtshaus, weil auch die sind ja gebunden. Das hat dann auch was mit Versicherung zu tun. Du hast einfach zeitliche Vorgaben. Du hast dann eben nur 2 Stunden für diesen Teil, 2 Stunden für diesen Teil, 2 Stunden für diesen Teil. Ja, ich habe aber viel mehr gebraucht. Ich habe viel mehr Zeit gebraucht. Und ich habe nach meiner ersten Geburt, die mich natürlich auch sehr erschöpft hat, und da, klar, also man ist wirklich, wenn man das auch noch gar nicht kennt, habe ich meine Hebamme dann danach gefragt, sag mal, gab es irgendwann während dieser Zeit irgendwann mal eine Gefahr für mich oder das Kind? Und sie hat mir glaubhaft gesagt, nein, ihr wart zu jedem Zeitpunkt sicher. So, und ich habe diese Verantwortung da an sie abgegeben. Wie gesagt, hätte sie gesagt, so, jetzt Krankenhaus, wären wir in 15 Minuten im Krankenhaus gewesen. Und das war für mich natürlich auch eine wichtige Sicherheit. Ich habe gedacht, gut, wenn es sein muss, dann fahren wir dahin. Und auch wenn eine Frau ins Krankenhaus muss, weil sie einen sehr speziellen Geburtsverlauf hat oder so, weil es da Komplikationen gibt, dann soll sie das tun, unbedingt. Ja? Ich rede hier nicht für Hausgeburt um jeden Preis, sondern was ich so wichtig finde, und ich glaube, das siehst du ganz genauso, ist einfach die Frage, wie sehen wir uns als Gebärende? Wie fühlen wir zu uns als Gebärende? Wie glauben, wie denken wir über uns? Denn das hat natürlich auch einen Einfluss dann tatsächlich auf unser ganzes Leben. Ja? Lass ich mich von meiner Mitte wegbringen ganz leicht? Oder glaube ich an meine Intuition? Oder nehme ich die auch wahr und verteidige die? Oder auch das Kind, wenn es dann da liegt. Also ich hatte immer das Gefühl, ich werde niemals mit meinem Kind irgendwas machen lassen von irgendwelchen Ärzten oder was weiß ich, irgendwelchen Situationen. Ich stelle mich da davor, wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt was nicht. So. Und dieses Vertrauen, dass die Natur uns irgendwie, und Körper ist reine Natur, ja, das Vertrauen in den Körper, dass der schon weiß und dass der seinen Weg geht, wenn wir ihn nicht stören mit der Birne, ja, oder eben mit irgendwelchen Regeln. Du musst jetzt aber so und so. Dann können wir das ganz, ganz gut tragen und können das als eine ganz kraftvolle Erfahrung mit in unser ganzes Leben mitnehmen. An der Stelle würde ich dann auch einfach nochmal sagen, es geht um ein Umdenken in der Geburtskultur, denn wir müssen Strukturen schaffen,
wo Frauen diese Zeit bekommen. Also da ist ja wieder die Frage, warum muss denn eine Hebamme 6 Frauen gleichzeitig betreuen? Ja. Weil wir nicht genug Klinikpersonal haben. Ja. Und wir müssen einfach an der Stelle gesellschaftlich umdenken und sagen, wir brauchen eine andere Geburtskultur im Sinne von, eine Hebamme begleitet diese Geburt in Ruhe durch. Beziehungsweise, wenn ihre Schicht zu Ende ist, dann begleitet die nächste Hebamme diese eine Geburt durch. Das ist alles wieder eine Geldfrage. Ja, wobei ich habe mit beiden mein zweites Kind ist mit einem anderen Hebammenteam zur Welt gekommen hier in Berlin. Das sind Hausgeburtshebammen, die im Team arbeiten und die sich auch gegenseitig sehr stark supporten und die sich ein gutes Konzept überlegt haben. Es gibt ja immer weniger Hausgeburtshebammen, aber es gibt noch ein paar. Und ich habe mit beiden damals drauf geschaut. Meine beiden Geburten haben der Krankenkasse sehr wenig gekostet im Vergleich zu den Klinikgeburten. Also ich glaube nicht, dass es hier eine Frage von Geld ist, sondern es ist tatsächlich eine Frage von, wo geben wir dieses Geld hin? Und ich meine, stell dir mal vor, es gäbe eine Vision, wo wir sagen, natürliche Geburt im Sinne von kraftvoll und selbstbestimmt, das ist unser Ziel und das wollen wir sicher ermöglichen. Ja, dann würden vielleicht sehr, sehr viele Menschen, Frauen, irgendwann zu Hause gebären und wir würden auch noch ganz viel Geld sparen. So, ist doch toll. Meine Vision sieht so aus, sieht aber auch so aus, dass wenn die Frau die Sicherheit des Krankenhauses wählt, sie dort nicht unter Zeitdruck gerät. Ja. Und ganz wichtig zu sagen ist, im Moment ist es so, dass eine Klinik 1.000 Euro mehr von der Versicherung erhält, wenn es ein Kaiserschnitt wird. Also sprechen wir es mal an. Es ist tatsächlich auch eine Geldsache im Sinne von, der Kreißsaal eines Krankenhauses trägt sich nur, wenn es so und so viele Kaiserschnitte gibt. Das ist auch einfach was, was wir mal so mit beachten müssen. Und für mich geht es darum, wirklich, wie du es auch schon gesagt hast, das Geld anders zu verteilen. Nämlich im Sinne von, wenn wir den Frauen wirklich den Raum und die Zeit geben, es in Ruhe, in dem Tempo, was das Kind braucht, nicht was die Klinik braucht, in dem Tempo, was die Frau braucht. Wenn wir diese Zeit geben, ist im Endeffekt doch wieder Geld gespart. Bin ich sicher, dass es so ist, ja. Und es geht aber auch im Endeffekt ja nicht ums Geld, sondern es geht darum, was passiert in einem Geburtsprozess, der eingeleitet wird, der schnell durchgeführt wird. Wie geht es der Mutter danach? Wie geht es dem Kind danach? Und wie geht es der Mutter nach einem sich in Ruhe durchgearbeiteten Prozess, der auch in den meisten Fällen gar keinen Dammschnitt und wieder Zunähen erfordert, weil es so lange dauern darf. Genau. Und da geht es einfach darum, wieder zu dieser Idee zu kommen, dass eine Geburt lange dauern darf und unser Ziel nicht ist, sie möglichst schnell vorbeizukriegen. Hast du denn, ich habe es am eigenen Leib nicht erlebt, was es bedeutet, aufgeschnitten zu werden oder einen Kaiserschnitt zu brauchen oder so. Ich habe Freundinnen, die das erlebt haben, aber du hast viel Kontakt mit Frauen, denen das passiert. Wie erlebst du die Frauen? Also was bedeutet das für sie? Das kommt total darauf an, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Die meisten von ihnen sind sehr dankbar dafür, dass sie das erlebt haben, weil, also für mich gibt es da zwei Strömungen. Es gibt den Notkaiserschnitt, wo wir auch wirklich dankbar sein müssen. Und es gibt den herbeigeführten Einleitung durch Wehentropf. Ich kann die Wehen nicht mehr handeln, weil sie sind nicht meine. Ich brauche die PDA, weil ich es nicht schaffe, diese künstlichen Wehen überhaupt zu ertragen. Dann gibt es eine Einschränkung der Geburtsbewegung, dann endet es oft im Kaiserschnitt. Das ist für mich kein Notausgang. Und da gibt es total zwiegespaltene Reaktionen. Die einen Frauen sagen, ich fühl mich so, als würde mir was weggenommen worden sein. Das ist eine sehr traumatische Erfahrung. Und die anderen Frauen sagen trotzdem,
Gott sei Dank, ich hätte das gar nicht alleine geschafft. Ich stelle das grundsätzlich in Frage, weil ich denke, hättest du die richtige Betreuung bekommen und wärst nicht eingeleitet worden, bin ich mir ganz sicher, du hättest es geschafft. Also es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen, auch ganz komplett individuell. So wie jede Geburt individuell ist, ist auch jede Frau individuell im Umgang mit dem, wie sie die Geburt oder den Kaiserschnitt erlebt hat. Was ich nochmal ganz wichtig finde, und da finde ich auch, haben wir so ein ganz interessantes Gemeinsames, auch was dein Buch angeht, was du veröffentlicht hast, das Hörbuch. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was ist natürlich und was ist normal? Ja? Ja. Also was wir im Moment als normal empfinden in der Geburtsarbeit, ist nicht natürlich. Und an der Stelle, finde ich, trifft sich ganz gut das, was du in deinem Buch ansprichst. Was wir als normal empfinden in unserer deutschen Gesellschaft ist Monogamie. Die Frage ist, ist es natürlich? Das finde ich so ganz spannend, weil die Fremdgehrate ja so immens riesig ist, ja, dass wir gar nicht sagen können, was ist natürlich, was ist normal, was ist gewünscht. Also das ist alles ein riesengroßes Konglomerat von Ideen. Und da würde ich jetzt gerne nochmal darauf zurückkommen, dass du ja auch dieses Buch, hat ja den Untertitel, was du schon immer mal über Polyamorie wissen wolltest. Ja. Und das ist natürlich auch so ein, da strömen sofort die Kontroversen, die einen sagen, jetzt bin ich aber ganz Ohr. Ja. Und die anderen sagen, Teufelswerk, ja. Die Frau ist verrückt. Ja. Sie ist auch verrückt, ihr habt recht. Nee, ja, das stimmt. Du, also es ist ja so, ich liebe voll die Monogamie. Ich finde, die hat was echt super Gutes, weil die adressiert nämlich ein Bedürfnis, was wir haben. Und zwar ist es das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Schutz. So, wenn ich in eine monogame Beziehung gehe, dann gibt mir das. Das befriedigt diesen einen Teil von meinen Bedürfnissen. Und diese Bedürfnisse sind auch total wichtig. Ja, also ich rede gar nicht gegen die Monogamie. Ich sage nur, es gibt noch andere Bedürfnisse, die sich in der Monogamie nicht befriedigen lassen. Und die stören uns. Die stören massiv, weil die führen dazu, dass wir zum Beispiel fremdgehen oder die führen dazu, dass wir unser Leben lang schlechten Sex haben. Ja? Also es gibt wunderbare, großartige Vorteile an der Monogamie. Nur jeder Mensch muss für sich alleine herausfinden, nicht alleine, auch im Gespräch mit anderen, aber für sich fühlen, was sind eigentlich meine Wünsche und was passt zu mir. Und wer monogam leben möchte, den verstehe ich total. Weißt du, das wird oft verwechselt, dass ich immer sage, die Polyamorie ist das Beste. Ich kenne polyamore Beziehungen, Melanie, da ist nicht viel Liebe drin, obwohl es Polyamor heißt. Ja? Ich persönlich, ich lebe seit 17 Jahren eine offene Ehe, aber ich würde sagen, wir haben uns aus beiden Welten das Beste gesucht, weil wir sehr loyal zueinander sind, sehr, sehr, sehr verbunden, sehr verlässlich und das, was die Monogamie an der Stelle gibt, auch sehr stark für uns kultivieren. Ja? Und gleichzeitig gucken, okay, was passt da nicht rein und ist aber natürlich trotzdem da. Nur, wenn ich nicht drüber rede, ist es trotzdem da. Es ist trotzdem, ich habe trotzdem manchmal, dann will ich ausbrechen oder da ist auf einmal wer und der macht mit mir was und entweder ich verzichte für ein Leben in Verzicht oder ich denke, ey, ich kann das jetzt nicht an mir vorbeilaufen lassen, weil sonst verpasse ich mein Leben. Ja, das ist was ganz oft Menschen erzählen. Ich musste das machen, weil ich hätte sonst das Gefühl, ich lebe gar nicht. Und es hat unheimlich viel, also Geburt, finde ich, hat auch wahnsinnig viel mit Körper und Sexualität zu tun. Klar. Auf eine ganz auf ganz vielfältige Art und Weise, denn auch bei der Sexualität, also ich zum Beispiel spreche ich auch viel über Orgasmusfähigkeit. Und das ist ja auch, also in den Orgasmus zu kommen, hat auch was damit zu tun, ja zu sagen, an den Körper zu übergeben, rauszukommen aus dem Kopf und zu empfangen. Ja? Und das ist für mich Geburt auch. Letzten Endes ist Geburt empfangen.
Ja? Und nicht mehr steuern und kontrollieren und selbst entscheiden, was wir ja alles auch wollen als selbstbestimmte Wesen. Aber wir sind halt auch Natur. So. Und diese Das ist Natur, ein ganz interessanter Vergleich, weil du kannst ja sozusagen, einen Orgasmus kannst du ja nur haben, wenn du loslässt. Ja? Und den kann ich nicht herbeiführen, weil ich will das jetzt kontrollieren, ich mach das jetzt. Naja, also manchmal geht das auch. Oh, es ist so anstrengend, komm. Und bei der Geburt ist es genauso. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ja, ich sage ja zu dieser Wahnsinns-Urkraft und eine Gebärmutter hat eine überwältigende Urkraft. Ich kann jetzt dagegen arbeiten. Oh Gott, nein! Ja, das heißt, ich gehe in den Widerstand, in das Verkrampfen, in das Anhalten. Genau. Oder ich sage, boah, wie geil, was eine Kraft, jetzt oder nie, ich gehe damit. Und im Endeffekt ist das der entscheidende Punkt. Ja. Der entscheidende Punkt in der Geburt für die Frau ist, kann sie ja sagen zu diesem Feuer der Gebärmutterkraft, mhm, oder sagt sie, nein, befreie mich, entbinde mich. Ja, und die große Angst vorm Schmerz hält dich dann ab, dein eigenes Feuer zu empfangen. Ist doch krass, oder? Die große Angst vorm Schmerz und die große Angst vorm Sterben. Also es ist ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ja, es ist ein Moment, wo wir dem Tod ins Gesicht blicken. Ja. Das heißt, wenn dieses Gefühl, was einfach, das Gefühl, es zerreißt mich, ist einfach da bei der Geburt. Nicht bei allen Frauen, also muss man auch dazu sagen, ich habe schon viele Frauen erlebt, die das als etwas Zartes, als etwas Angenehmes empfunden haben. Das gibt es auch, es ist mega selten, keine Frage, aber es gibt es auch, das muss man auch mal sagen. Kenne ich auch ein paar, ja. Es gibt Frauen, die seufzen sanft ihr Kind ins Wasser. Ja, kann man auch im Internet sehen. Ja, da war ich immer neidisch. Ja. Ich auch. Ich habe zwar auch Wasser geboten gehabt zweimal, aber das war nicht mit, ich seufze mein Kind ins Leben. Das war, ja, also die Nachbarn haben das gehört. Ich hatte auch dünne Wände. Mir war das Schmutzpiep egal. Ja, sehr gut. Ich habe die einfach vorgewarnt. Ja? Ich bin an die Türen gegangen und habe gesagt, ich werde mein Kind zu Hause bekommen. Bitte ruft nicht die Polizei, wenn ich anfange zu schreien. Alles ist gut. Ja. Und so war es dann auch. Es ist halt, es ist ein, ich finde den Vergleich mit dem Orgasmus deswegen so gut, weil auch nur, wenn ich wirklich ja sage zu dem, was jetzt gerade passiert, und das ist für mich Meditation, da kommen wir dann zurück zum Yoga, weil du vorhin auch meintest, es geht darum, nicht die Aufmerksamkeit ins Außen zu geben, sondern wirklich total nach innen zu gehen und diesen Prozess zu bejahen. Ja. Und an der Stelle ist es beim Orgasmus genauso. Bin ich jetzt damit zu überlegen, ob das jetzt hier alles so richtig ist und ob das auch gerade, ne? So als kopfmäßig, wird nichts. Und wenn ich wirklich ins Jetzt gehe und einfach nur dem Körper mein Ja gebe, dann ist es etwas, was geschieht. Geburt ist auch etwas, was geschieht. Nicht etwas, was ich mache. Klar, ich habe eine Geburtsarbeit, meine Gebärmutter kontrahiert. Ich atme, ich habe Geburtsarbeit, aber es ist trotzdem etwas, was geschieht. Und das ist ähnlich beim Orgasmus. Ich kann den auch nicht machen. Nee, ich kann nur mitgehen. Ich kann dagegen anarbeiten oder ich kann mitgehen. Ja. Und an der Stelle ist tatsächlich das Üben, möchte ich einfach nochmal auch für meine Arbeit sprechen, weil ich kann es üben. Ich kann üben, bei mir zu sein in der Meditation, im Yoga für Schwangere. Ich kann Atmen üben, ich kann Geburtsbewegungen üben und dann bin ich, dann habe ich wirklich, ich habe im Gepäck, habe ich Handwerkszeug, was mich, wenn es mich mal wieder rauskatapultiert aus meinem Vertrauen und es passiert, dass mich dann auch wieder zurückbringt. In dem Moment, wo ich in der Geburtspause zwischen den Kontraktionen wirklich mit meiner Gebärmutter und mit meinem Kind spreche und meiner Gebärmutter sage, ja, ich spüre deine Kraft und ich vertraue dieser Kraft. Wenn ich das sage, wenn ich es ausspreche, ist ein ganz anderes
erleben, als wenn ich sage, oh Gott, Gebärmutter, mach dich nochmal sowas. Ja? Also man kann sich darauf vorbereiten. Ich kann mich darauf vorbereiten, mit meiner Gebärmutter und meinem Kind zu sprechen in diesem Geburtsvorgang. Und ich finde deine Arbeit großartig. Ich finde die so, so toll und so wichtig. Und als du gefragt hast, komm, machen wir ein Interview, habe ich sofort gesagt, super Sache. Ja, weil ich mir das auch so wünsche. Also auch wenn ich an meine eigene Tochter denke oder an die Kinder, die dann später Mütter werden. Ich denke mir so, boah, lasst uns diesen Raum schaffen, dass wir aneinander glauben und uns den Raum geben, ja, die Kräfte dieser Natur zu erfahren und daran zu wachsen. Das finde ich ganz, ganz toll. Finde ich super, dein Engagement. Großartig. Bin großer Fan. Vielen Dank. Anerkennung tut immer total gut und bringt auch einfach, bringt mich dazu weiterzumachen, weil wir kommen ja auch immer alle an diese Entmutigungen heran. Wenn ich dann eine Frau 10 Wochen auf ihre Geburt vorbereitet habe und sie hat sich gefreut auf ihre Geburtsarbeit und dann kommt sie wieder und sagt, ich bin da hingekommen, ich bin in den Druck geraten, ich wurde eingeleitet, PDA geschnitten, alles, was ich nicht wollte, ist passiert, dann komme ich dann immer wieder auch an den Punkt, wo ich entmutigt bin und denke, und na, dann brauche ich einfach diese Bestärkung. Ja, das verstehe ich, aber du kannst nicht allein gegen die Strukturen ankämpfen. Ne? Nee, allein sowieso nicht. An der Stelle ganz kurz, es gibt einen wunderbaren Verein, der heißt Motherhood e.V., ja, den der sich für eine Änderung in der Geburtskultur auch einsetzt und den würde ich an der Stelle gerne nochmal erwähnen. Möchte aber auch unbedingt zu dir sagen, dass mir das mit deiner Arbeit auch so geht, also Couple Care. Ich bin die Schule der Liebe, die neue Schule der Liebe wird demnächst ich schreibe schon an meinem ersten Printbuch, ja, freue ich mich auch ganz doll drauf und habe Online-Kurse, ja, und finde... An der Stelle meine Herzensempfehlung, also sich um die Paarbeziehung zu kümmern, ja, ist gerade bei Familien, die auch mehrere Kinder oder ein Kind haben, wo die Paarbeziehung wird einfach gesprengt. Ja. An der Stelle ist für mich gerade, also weil die Scheidungsrate nach dem ersten Kind in Deutschland ist die größte. Mhm. Also dieser Zeitraum, 2 Jahre nach der Geburt des ersten Kindes, passieren die meisten Scheidungen. Ja. Und an der Stelle würde ich auch nochmal so von Herzen, wenn du gerade in dieser Situation bist oder du kennst Menschen, die einfach es nicht zu schaffen scheinen, es gibt Hilfe und an der Stelle würde ich Ainos Arbeit auch wirklich gerne nochmal ganz doll anpreisen wollen. Es gibt Hilfe, holt euch die, holt euch die, nicht alleine aufgeben. Man kann was tun, man kann ganz viel tun, man kann ganz viel machen, das stimmt. Genau. Und genau, also auch, ich finde auch, also ich lebe in einer monogamen Partnerschaft. Und trotz alledem habe ich jedes Wort von deinem Hörbuch Sex dich frei aufgesaugt. Und ich habe mich schon lange mit Polyamorie beschäftigt, auch durch meinen Ex-Partner, der mir eine polyamore Beziehung vorgeschlagen hat. Mhm. Und wir da so unsere Erlebnisse mit hatten. Es ist nicht gut ausgegangen. Und ja, sehr, sehr, sehr schmerzhaft auseinandergegangen. Mhm. Und da hätten wir deine Hilfe gebraucht. Aber da war ich leider betriebsblind. Also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mir Hilfe zu holen, bis es zu spät war. Mhm. Und an der Stelle würde ich allen Menschen, die gerade in einer schwierigen Beziehung sind, immer raten, Leute, macht es nicht alleine, holt euch Hilfe. Und hier ist jemand, der versteht sein Handwerk. Danke, Melanie. Ja. Vielen Dank, du. Wollen wir das als Schlusswort nehmen. Ich würde sagen, ja. Wenn unsere Aneinanderfreude. Ja, das ist toll. Das ist wirklich schön. Und letzten Endes, ich habe gerade noch mal gesagt, ja, was unsere Arbeit auch verbindet, ist, dass ich arbeite zwar vorwiegend mit Paaren, aber
die Grundlage von einer guten Beziehung ist letzten Endes ja immer die Selbstbeziehung. Ja, das, was du nach innen denkst, was du nach innen fühlst, das, was du zu dir selber fühlst, das ist die Grundlage für deine Paarbeziehung. Und die Arbeit, die du machst, die zielt genau darauf. Wie komme ich bei mir an? Wie kriege ich ein besseres Bewusstsein für meine Bedürfnisse und für meine Gefühle und für meine Grenzen und für meine Sehnsüchte? Die bin ich dann zuständig. Nee, aber deswegen arbeiten wir da auch am gleichen Thema, nämlich der Liebe und der Wertschätzung für sich selber. Und an der Ehrlichkeit. Ja, das stimmt. Also das ist auch so einer meiner wichtigsten Haltgeber und meiner wichtigsten Antreiber. Ne, deswegen ja auch hat mich die ehrliche Geburtsarbeit so angesprochen. Aber auch dein Umgang mit Eifersucht, Sehnsüchten nach anderen Partnern und so weiter. Diese Ehrlichkeit, die hat mich besonders angesprochen, auch im Sinne von, ja, wir müssen drüber sprechen. Wir können nicht die Bedürfnisse unter den Tisch kehren und so tun, als wären sie nicht da. Sie explodieren sowieso irgendwann. Und ja, so dieses wirklich, also das ehrlich sein, wie ehrlich sein mit, wie will ich gebären, ehrlich sein, wie will ich meine Paarbeziehungen führen, ehrlich wie sein will ich Sex mir haben? Selber. Ja. Wie will ich Sex haben? Bin ich glücklich? Ja, bin ich. Also ich bin heute ganz, ganz glücklich. Wie geht's dir? Jetzt gerade besonders, wenn ich über diese Themen sprechen darf, dann bin ich immer total euphorisiert. Mein Liebster kommt erst morgen. Wir haben eine Fernbeziehung. Das hat die ganz eigenen Herausforderungen. Sehnsucht verwalten ist dann die Herausforderung. Und zum richtigen Zeitpunkt dann rausholen, gell? Der richtige Zeitpunkt ist bei Fernbeziehungen auch sehr spannend. Ich finde, da könnten wir gleich den Link machen. Wir verabreden wir uns so, oder? Okay. Meine Liebe, ja. Danke. Schön war's. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Zeitplan ist recht straff. Ja, das stimmt. Und allen, die uns heute zugehört haben, vielen Dank für euer Dabeisein und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das mit dem Beenden lerne ich noch.